Zur zweiten großen und friedlichen Demonstration für die Menschen in Gaza hatten sich am 27. Oktober vor dem Hauptbahnhof in Bremen wieder über 500 Menschen versammelt. Wieder bei starkem Regen und wieder begleitet von einem großen Polizeiaufgebot. Es herrscht die nackte Angst in Gaza. Die Bomben und Raketen bringen Tod und Verderben. Im Gazastreifen sind bis zum 25. Oktober mehr als 2000 Kinder getötet und mehr als 5000 verletzt worden. Zugleich kamen 30 israelische Kinder bei dem Angriff der Hamas ums Leben. Zum Gedenken sind hier in einer langen Reihe Kinderschuhe und Kinderspielzeug aufgereiht. Zusammen mit dem Wunsch der Kinder, was sie mal hätten werden wollen, wären sie am Leben geblieben. Meryem Abbas, unser Stern gerade. Und haben Sie palästinensische Wurzeln? Nein, tatsächlich nicht. Ach so. Und hat jemand hier palästinensische Wurzeln? Nein, leider nicht. Sondern? Türkisch. Afghanisch. Libanesisch? Genau, wir sind für unsere muslimischen Brüder und Schwestern hier. Ja. Es geht um Gerechtigkeit. Ich lasse euch erstmal vorweg die Auflagen ganz kurz vorlesen. Da wird alles gesagt, was gemacht werden darf, gesagt werden darf und was nicht gemacht werden darf und was auch nicht gesagt werden darf. Und jetzt kommt eine ganz besondere Prozedur. Das Ordnungsamt der Freien Hansestadt Bremen hat nach langen Verhandlungen diese Kundgebung schließlich genehmigt. Aber diese Genehmigung ist verbunden mit einer langen Liste von dem, was gesagt und getan und gerufen und gezeigt werden darf und von dem, was nicht getan und gesagt, gerufen und gezeigt werden darf. Viel blieb da nicht mehr übrig. Freiheit darf gerufen werden. Freiheit für Gaza, Freiheit für Palästina, Freiheit für Kinder und so weiter. Das Ordnungsamt hat die Veranstalter auch verpflichtet, diese viele Seiten umfassenden Auflagen der Versammlung vollständig vorzulesen. Mit allen Einzelheiten, mit allen Paragraphen im schlimmsten Behördendeutsch. Die Anwesenden mit ihrer Trauer, mit ihrer Wut, mit ihrer Enttäuschung und Verzweiflung mussten diese Prozedur schweigend über sich ergehen lassen, während 9 langer Minuten. Sonst Polizeieinsatz und gewaltsame Auflösung der ganzen Kundgebung sofort. Das ist Meinungs- und Versammlungsfreiheit für Palästinenser und Palästinenserinnen im Deutschland von heute. Rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe zum Hass aufzustacheln, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen gegen diese auffordern oder sie beschimpfen, böswillig, verächtlich machen oder verleugnen. Dies gilt insbesondere für folgende Inhalte: Israel-Karte in den Farben Palästinas, Utrop Tel Aviv. Erhebe die Kuffaya, wo sind die Millionen? Khaybar, ja, Yahud. O Qasim, o Liebling, schlag zu, zerstört Tel Aviv. From the river to the sea, Palestine will be free. Kindermörder Israel, Frauenmörder Israel, Intifada bis zum Sieg, Israel ist lieber. Uniformen oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Paragraph 3 Absatz 1 Versammlungsgesetz. Also die Demonstrationsfreiheit in Deutschland empfinde ich als sehr eingeschränkt. Solche Aktionen wie jetzt zum Beispiel werden noch erlaubt, aber an vielen Orten, vor allem auch in Großstädten und Großdemonstrationen, wo viele Leute dann zusammenkommen, werden diese dann sofort verboten, werden noch vor den Demonstrationen sogar teilweise verboten, nicht zugelassen. Für Palästina werden Demonstrationen immer mehr verboten, vor allem wenn sie groß werden. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, Salam. Wir haben uns hier versammelt unter einer aufgeheizten öffentlichen Atmosphäre zu einer friedlichen Kundgebung. Und wir zeigen den Bürgern durch Berichte, Fernsehen und Medien die berechtigten Anliegen der Palästinenser.
Aber bevor ich weiter zu meiner Rede komme, möchte ich heute etwas vorlesen, das ich von meinem Freund heute Morgen aus Palästina direkt bekommen habe, als er ausnahmsweise wieder Strom gehabt hat. Er schreibt: Stell dir vor, was es bedeutet, um 5 Uhr aufzustehen, damit du einer von den ersten 50 Menschen in der Warteschlange für Brot bist. Stell dir vor, was es bedeutet, mehr als 6 Kilometer zu gehen, laufen, um eine Kanone Wasser, süß oder salzig, es spielt keine Rolle, zu füllen. Stell dir vor, du gehst zu irgendjemand, der eine Solaranlage und bittest ihn, dein Handy für eine halbe Stunde laden zu dürfen. Circa 20% des Akkus, und du limitierst die Anwendung des Handys, damit es den ganzen Tag reicht. Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und du gehst rum und rum und rum und endest mit einer Dose Käse, weil du kein Gas zum Kochen hast. Stell dir vor, du kannst dich vor dem Gebet nicht waschen, weil das Wasser kaum zum Trinken ausreicht. Und wenn du schläfst, dein Kissen ist auf gerollten Karton in einem Buch bedeckt, deine Matratze ein Teppich und der Himmel deine Bettdecke. Stell dir vor, was 19 Uhr für die Menschen bedeutet. Die Frauen schlafen mit dem Hijab, sollten sie in der Nacht sterben, sind sie dann angezogen. Stell dir vor, wie die Menschen jede Nacht schlafen und flüchten. Sie könnten die Letzte sein. Stell dir vor, du wachst auf und Verwandte oder Freunde sind unter den Märtyrern. Stell dir vor, wir haben Angst, denn abends fangen die Bombardierungen an. Wir leben diese Wahrheit bis jetzt. Stell dir vor, dies ist die Wahrheit und keine Fantasie. Um es klar zu sagen, das ist Völkermord. Und ich bekam ein zweites, gestern eine Nachricht aus einem ganz anderen, der ganze Zynismus einmal deutlich wird. Im Flüchtlingslager Maghazi in Zentralgaza eine Bäckerei bombardiert worden. Just nachdem eine Lieferung Mehl aus den wenigen Hilfslieferungen, die in Gaza ankommen, bekommen hat. Vor der Bäckerei stand eine lange Schlange, die auf Brot wartete. Bei diesem Angriff kamen 10 Menschen ums Leben. Maghazi liegt südlich im Westen Gaza, im Wadi Gaza. Israel hat die Menschen aufgefordert, sich in das Gebiet südlich zum Gaza zu begeben, weil sie im Norden bombardieren wollten. Aber selbst dann, das zeigt dieses Beispiel, Gebiet südlich von Wadi Gaza sind die Menschen nicht sicher. Zynischer geht es eigentlich gar nicht mehr. Das war direkt aus Gaza. Jetzt muss ich sehen, dass ich das andere Unterschied. Free, free, Gaza! Free, free, Gaza! Free, free, Gaza! Free, free, Gaza! La ilaha illallah! La ilaha illallah! والشهيد حبيب الله! والشهيد حبيب الله! لا إله إلا الله! لا إله إلا الله! والشهيد حبيب الله! والشهيد حبيب الله! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! Ich danke euch vielmals. Die nächste Rednerin am Pult ist die Mary. Sie hat euch einiges zu sagen. Ich bitte um Konzentration und um euer Ohr. Vielen Dank. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frieden, Segen, Gnade Gottes seien mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein Zeichen für Menschlichkeit zu setzen. Ganz egal, welche Religion, Nationalität und Hautfarbe. Christen, Juden und Muslime. Merkt euch eins, es gibt nur einen Gott. Ich schäme mich zutiefst für all die Bilder, die uns in den letzten Tagen erreicht haben. Ich komme mir vor wie in einem Film, in einem Horrorfilm. Aber es ist kein Film, es ist die Realität. Ich schäme mich zutiefst für unsere Mitmenschen, die wegschauen. Ich schäme mich zutiefst dafür, dass immer etwas in den Medien erscheinen muss, damit viele Menschen aktiv werden. Ich muss euch gestehen, dass auch ich vieles verdränge, was in der Welt ohne die öffentlichen Medien passiert. Seit 1948 gibt es Krieg in dieser Region, ohne Unterbrechung. Grund war die Unabhängigkeitserklärung. Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 sagt, jeder Mensch ist wertvoll.
Artikel 1 dient der Achtung und dem Schutz der Menschenwürde. Was bedeutet Menschenwürde? Wenn immer etwas einen Wert hat, wird es als Würde bezeichnet. Jeder Mensch, ganz gleich, wo er herkommt, wie alt er ist, welches Geschlecht er hat, hat seine Bedeutung und seinen Wert. Wir sagen Nein zum Krieg! Stopp den Krieg! Stopp den Krieg! Augen auf! Augen auf! Augen auf! Augen auf! Augen auf! Unsere Menschen gehen drauf! Unsere Menschen gehen drauf! Freiheit für alle! Freiheit für alle! Freiheit für jede Seele! Freiheit für jede Seele! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Gaza! Freiheit für Gaza! Freiheit für die Kinder! Freiheit für viele Kinder! Freiheit für die Mütter! Freiheit für die Mütter! Nein zu Hass und Hexe! Wir wollen Frieden mit unseren Lieben! Kirchen, Moscheen, Krankenhäuser und Schulen, Behinderteneinrichtungen, Häuser, Wohnungen und Straßen wurden vernichtet. Wo ist das Völkerrecht? Wo ist die Schürung der Zivilbevölkerung? Wie kann das eine Selbstverteidigung darstellen? Stopp die Kriegsverbrechen! Sie sagen Nein zum Krieg! Ich glaube, dass das, was da gerade passiert, nicht fair ist und nicht völkerrechtsgemäß. Und ich finde, wir müssen ein Zeichen setzen gegen das ganze Leid, was dort passiert. Viele, viele Kinder, Frauen und Männer sterben und das dürfte nicht passieren. Alle wollen, dass der Krieg aufhört. Es gibt viele Kinder, die getötet sind in Palästina. Es gibt viele Fotos und das kann man nicht aushalten. Was passieren muss, dass wir alle auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren, ne? Ohne Waffen. Auch diese Säcke, Symbole für getötete Kinder. Also auf jeden Fall müsste sich Deutschland für einen sofortigen Waffenstillstand einsetzen. Das ist unfassbar, dass Deutschland, führende deutsche Politikerinnen und Politiker, sich nicht dafür einsetzen und teilweise sogar dagegen sind, dass ein sofortiger Waffenstillstand eingeführt wird. Ich bin Yusuf Aslan, ich bin der Organisator und Veranstalter dieser Demonstration. Wir haben uns die palästinensische Gemeinde Bremen dazu geholt, um die Ordnung zu gewährleisten und auch um der Gemeinde den Respekt zu zollen für ihre Arbeit. Liebe Bremerinnen und Bremer, ich möchte Sie alle im Namen der Palästina-Community und der palästinensischen Gemeinde Bremen willkommen heißen. Assalamu alaikum, Allah Segen und Frieden sei mit Ihnen. Ich bin froh, dass wir heute gemeinsam unsere Stimme erheben und auf das Leid und die Tragödie der Menschen in Gaza aufmerksam machen können. In einer Zeit, wo in vielen deutschen Städten pro-palästinensische Demos und Kundgebungen pauschal verboten werden. Ein Riesendank nochmal an Bremer, an die Bremer Behörden und die Polizeikräfte, die uns diese Demonstration ermöglichen. Ich möchte hier klarstellen, dass wir Gewalt und Angriffe auf unschuldige Zivilisten aufs Schärfste verurteilen und dieses ablehnen. Dies gilt auf beiden Seiten. Wir distanzieren uns von Antisemitismus und jeglicher Menschenfeindlichkeit. Wir sind Bremerinnen und Bremer, die ein Teil dieser Gesellschaft sind, die in Bremen friedlich miteinander leben wollen. Mein Herz weint vor all dem Schmerz und der Gleichgültigkeit der Menschen, die wegschauen und nicht den Krieg verurteilen, der aktuell stattfindet und unverhältnismäßig ist. Wir rufen die Staatsgemeinschaft auf, verantwortlich und besonnen zu reagieren und endlich Maßnahmen gegen die Gewalt einzuleiten. Es ist Zeit, dass die Waffen und Bomben schweigen und intensiven
intensiv nach Wegen eines Friedens gesucht wird. Der Gazastreifen wird seit 2006 belagert und es wurden mehrere aufeinanderfolgende Aggressionskriege geführt. Darunter 2008, 2009, 2012, 2014, 2019, 21 und 22, bei denen mehr als 5.500 Palästinenser getötet wurden. Die gesamte Infrastruktur wurde zerstört. Tausende von Häusern wurden in Trümmer gelegt und mehr als 2 Millionen Palästinenser leiden unter Hunger aufgrund einer grausamen Belagerung, die von der internationalen Weltgemeinschaft geduldet wird. Ich möchte es ungern aussprechen, aber in vielen Bereichen und in vielen Zeitschriften liest man auch teilweise von Freiluftgefängnissen. Husheid Habiballah! Husheid Habiballah! Tekbir! Allahu Akbar! Tekbir! Allahu Akbar! Die israelische Armee hat in nur 2 Wochen so viele Menschen ermordet, wie in den gesamten letzten 7 Kriegen im Gazastreifen. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldet über 4000 getötete Zivilisten, darunter 1800 Kinder und Frauen, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben. So wie mehr als 12.000 verletzte Menschen. Rund 2,3 Millionen Menschen leben in Gaza. Davon sind über 50% Kinder und Jugendliche. 100.000 unschuldige Zivilisten sind auf einem der dichtest besiedelten Gebiete der Erde auf der Flucht von den nicht enden wollenden Bomben. Es gibt keinen sicheren Ort in Gazastreifen. لبيك يا أقصى لبيك 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 يا أقصى لبيك لبيك